Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Plug-in-Tutorial hier mit eurem Fidicado. Heute kümmern wir uns um das Plug-in-Survival-Games-Multiverse. Das habe ich zufällig heute entdeckt und habe festgestellt, wow, das ist ja so einfach einzurichten, das müssen die Leute unbedingt kennenlernen. Ja, ihr kennt ja mein anderes Tutorial über das Survival-Games-Plugin, das ist ein ganz anderes, das ist ein bisschen komplizierter. Das, was ich euch heute zeige, ist richtig einfach. Und ich hoffe, es freut euch, dass ihr jetzt mit Leichtigkeit ein Survival-Game auf euren Server einrichten könnt, ohne großartig Fragen zu haben. So, auf der Seite, wo ihr das Ding runterladen könnt, habe ich unten in die Beschreibung den Link. Das ist natürlich der Pugit.org. Das Plugin nennt sich Survival Games Multiverse und das kann man hier runterladen. Die Version, die ich gerade aktuell habe, ist 1.74. Dann mit der Versionsnummer 1.4.12 einfach hier draufklicken, dann kommt ihr auf die nächste Seite, dann könnt ihr das schon hier die Survival Games Multiverse.jar Datei runterladen. Am Ende des Tutorials komme ich nochmal auf die Permissions zurück, also falls ihr dran bleibt, könnt ihr da noch erfahren, was es mit den Permissions auf sich hat. Nach dem Installation zeige ich euch im Ingame, wie man eine Survival Games Welt einrichtet. Oder beziehungsweise erstellt nicht, wie man eher eine einrichtet. So, wenn man die Datei runtergeladen hat, die Survival Games Multiverse.jar, ladet ihr die in euren Plugin-Ordner rein. Diejenigen, die den Plugin-Ordner auf dem PC haben, müssen das halt dort reinschieben. Die anderen brauchen dazu ein Programm, um das auf dem Server zu machen. Manchmal bietet euer Hoster halt so ein Page an, also ein, wo ihr draufgehen könnt und die Dateien hochladen könnt. Entweder so oder ihr nehmt euch FileZilla. Connectet über den FTP-Zugang und dann seid ihr auch auf dem Server und dann könnt ihr in den Plugin-Ordner gehen, Plugins, und dort schiebt ihr die Datei rein. So, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, den Server erstmal zu starten. Und wenn ihr den Server neu gestartet habt, entsteht der Ordner Survival Games Multiverse. Dort drin befinden sich die Konfigurationsdateien, also die Konfigurationsdatei, die Datenbank, wo alles drin gespeichert wird, eine Itemlist, die konfigurierbar ist, das zeige ich euch aber in einem anderen Video. In der Itemlist sind einfach die Items drin, die dann in den Kisten erscheinen. So, und dann kommt die Language.jml, das ist die Sprachdatei. Die kann man natürlich entsprechend bearbeiten. Wichtig ist, dass ihr hier nur das bearbeitet, nicht das, das davor, also vor dem Doppelpunkt, die Sachen nicht bearbeiten. Nur nach dem Band könnt ihr halt eindeutschen. Wichtig ist, I, O, U, müsst ihr aufpassen, sind keine Buchstaben, die in ein Programm rein dürfen, also lasst die Umlaute weg, also schreibt es lieber A, E anstatt Ä und schon funktioniert alles. So, gut, schauen wir uns jetzt die Konfiguration mal an. Das Problem ist, in der Konfiguration ist was neu dazugekommen, was ich vorher nicht kannte und deswegen nicht genau erklären kann, weil ich es noch nicht ausprobiert habe. Aber fangen wir an. Am Anfang sind die Worlds. Wenn ihr das Plugin zum ersten Mal auf euren Server hochladet, dann entstehen zwei neue Welten, die eigentlich hätten nicht sein dürfen. Ist halt blöd, aber die kann man ja wieder löschen. Also wir haben dann Survival Games 1 und Survival Games 2. Das sind einfach stinknormale Welten, die noch bearbeitet werden können. Ihr könnt jetzt entscheiden, ob ihr diese Welten bearbeitet oder diese dann löscht. Also löschen zeige ich euch, wann ihr es löschen könnt. So, ich habe hier noch eine SG7-Welt, die habe ich hochgeladen, die habe ich irgendwo aus dem Internet runtergeladen. Das ist so eine Vereide-Welt, die ich da, die Nummer 7, die habe ich hier hochgeladen, habe ich einfach ganz kurz SG7 genannt, weil je kürzer der Name, desto besser kann man den verwenden. Und wenn zu lang darf er auch nicht sein, weil er dann nicht im Programm verwendet werden kann. So, ja, hier habe ich dann SG7 als Welt eingegeben. Also ich habe das ganz einfach gemacht. Hier stand vorhin Survival Games 1. Das habe ich umgenannt in SG7. Habe hier meine Einstellungen gemacht. Also fangen wir einfach von oben an. Den Weltnamen hier abändern, wenn ihr wollt. Ansonsten, wenn ihr nicht abändern wollt, einfach so lassen. Dann hier kann man die Anzahl der Player eingeben, wann das Game startet. Ich habe jetzt 6 gemacht. Also ab 6 dürfte das Game dann starten. Dann kann man hier den Lebensgenerator an- oder ausschalten. Ich empfehle es auszuschalten. Die sollen nur mit Säften oder sowas generieren können. Deswegen macht man hier draus Fails.
So, dann die, kann man die Fähigkeiten an- und ausmachen. Die, das ist das Neue, was ich noch nicht genau in Erfahrung bringen konnte. Das werden wir vielleicht in-game noch sehen. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. So, dann haben wir einen Blockfilter. Blockfilter sind die Blöcke, die abgebaut werden können. Normalerweise steht hier Fails. Wenn ihr Fails drin lasst, dann können die Leute alles abbauen. Wenn ihr so Zahlen eintragt, so wie ich, 1, 2, 3, dann können die Leute nur diese IDs abbauen. 1 bedeutet Stone, 2 Erde, Gras und 3 ist Erde. Das heißt, in dieser Welt können die Leute Gras abbauen, Stein abbauen und Erde. Ja, ihr müsst halt selber entscheiden, was ihr da eintragt. Ich würde es nicht auf Fails lassen, es sei denn, ihr habt eine komplett unbebaute Welt, hier wie meine Survival Games 2. Die ist dort komplett unbebaut, also man kann da machen, was man will. Da habe ich jetzt halt gesagt, okay, die können alles abbauen, was sie wollen. Und dann können die halt da Survival Games spielen. Und die Kisten, ja, gibt es natürlich keine Kisten. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Kisten klappt bei so einer Welt. Ja, muss man dann sehen, ne? So. Players to Wait habe ich hier 2. Das könnte bei einer riesigen Welt etwas problematisch werden. So, dann gibt es hier Database. Das ist auch wirklich nur wichtig, wenn ihr die Daten auch in eine Datenbank speichern wollt. Gespeichert wird sie auf dem Server, so oder so. Ansonsten könnt ihr noch eine zweite Sicherung machen in eine Datenbank. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ihr das Ganze auf einer Webseite oder in einem Forum posten wollt. Und ihr wisst, wie man das so einprogrammiert, damit es da angezeigt wird, dann ist das, muss man hier halt diese entsprechenden Einstellungen machen. Ansonsten ist diese Einstellung total unwichtig. So, Auto-Update updatet euer Auto-Update updatet euer Plugin. Wenn ihr es auf True lässt, wenn ihr es auf Face lässt, müsst ihr es immer per Hand updaten. So, ich glaube, sinnvoll ist es, wenn ihr die Version nicht zerstören wollt, dann würde ich es auf Fails machen. Ansonsten könnt ihr es auf True stellen, wenn ihr sicher seid, dass euer Server immer up to date ist. So, Halloween ist mehr oder weniger ein Easter Egg. Damit könnt ihr euren Spielern einfach einen Kürbiskopf draufsetzen, wenn ihr das Enabled auf True stellt. Wenn ihr diesen Kürbiskopf kann man jederzeit abnehmen. Ansonsten, wenn ihr wollt, dass dieser nicht abnehmbar ist, macht ihr hier bei Force Pumpkin natürlich auch ein True und dann müssen alle mit so Kürbisköpfen rumlaufen. Der Debug-Modus ist uninteressant, den sollte man nicht verwenden, es sei denn, es gibt Probleme mit dem Server, dann kann man dadurch verschiedene Infos erhalten. Das Timeout till Start, das ist natürlich die Zeit, wie lange es dauert, bis das Spiel beginnt, wenn genug Leute auf dem Server sind. Wie gesagt, Abilities habe ich noch nicht herausgefunden, für was das gut ist. Die sind jetzt mal aktiviert. Mal gucken, was es dann im Ingame zu sehen gibt. So, Timeout till Arena in Seconds. Das ist, wenn jetzt noch Spieler da sind und das einfach nicht enden will, das Spiel, dann werden die Leute in die Arena geportet. Und kann man sich vorstellen, Arena muss man noch einstellen, halt, wo das ist. Und ja, das ist halt die Zeit dafür, ab wann dann die Leute dahin geportet werden. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob das in Minuten oder Sekunden ist hier. Aber ich glaube nicht, dass man 180 Minuten wären ein bisschen viel. Ich glaube, das sind Sekunden. Wenn die Arena immer noch, also die Leute in die Arena teleportiert wurden und einfach die Leute nicht sterben wollen, dann wird es nach 60 Sekunden echt. Eine Minute, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Naja, muss man halt die Zeiten irgendwie gucken, wie die funktionieren. Jedenfalls ist das dann die Zeit, wo alle Spieler gekillt werden und das ganze Spiel von vorne beginnt. Also wenn es doch nicht klappt, dass ein Sieger rauskommt, werden halt einfach alle gekillt. Das ist der Sinn dieses Plugins. So, dann Backup. Backup ist für das Inventory, zum Beispiel, wenn ihr jetzt aus einer anderen Welt kommt, viel gebaut, eure Sachen in dem Inventar habt, dann müsst ihr den nicht extra in eine Kiste tun. Wenn ihr hier auf True umstellt, dann wird es immer gesichert. Das Inventory wird gesichert und geleert. Wenn man ins Ingame rauskommt und wenn man aus dem Game wieder rauskommt, dann hat man wieder sein ganzes Inventar. Lobby World ist die Welt, wo man die Lobby hat, also wo man die Schilder hinbaut. In meinem Fall ist es natürlich ganz normale World. Und dann die Commands, die man im Spiel verwenden kann. Alle anderen Commands gehen nicht, also SG Players und SG Leave. Das ist natürlich wichtig, dass man da nicht andere Commands reinmacht, sonst können die Leute viel Unsinn treiben. Ja, das ist die Konfiguration. Geil und fertig. Schluss. So, dann gehen wir jetzt ins Ingame und schauen uns da alles genauer an.
Oh, ich habe noch eine ganz Kleinigkeit vergessen. Ich wollte euch noch zeigen, wenn ihr den Server jetzt stoppt, ja, wenn ihr hier diese Welt geändert habt und den Server stoppt, das mache ich mal kurz. Ja, wenn ihr den Server gestoppt habt, dann könnt ihr die überflüssige Welt einfach löschen. So. Und dann startet ihr einfach den Server neu. Und dann kann es losgehen. Also wir sehen uns dann wieder im Ingame. Hallo Leute im Ingame und wir begrüßen euch. Ja, Peter, der Neugierige. Peter und ich wollen euch jetzt zeigen, wie man eine Survival-Welt einstellt. Peter guckt mir gerne jetzt neuerdings bei den Tutorials zu. So, wir können uns jetzt aussuchen, wo ihr halt das Schild hinmacht. Natürlich könnt ihr natürlich noch riesen Ding bauen, wie auf den Hive-Servern etc. Ich möchte euch einmal zeigen, wie das funktioniert. Deswegen mache ich einfach hier ein Schild hin. So, mache dann SG-Info. Eckige Klammer nicht vergessen. Ja. SG-Info. Und darunter kommt dann der Name der Welt. Ich nehme jetzt extra Survival Games 2. Das ist nämlich die Welt, die nicht... Da verbrennt irgendwo ein Zombie. Hoffentlich nervt es nicht. Jedenfalls Survival Games 2 ist die Welt, wo nicht bearbeitet ist. Deswegen nehmen wir die. So. Und dann klicken wir Rechtsklick drauf. Und dann seht ihr Survival Games Waiting Players in Game 0 zu 0. Also man kann die auch jetzt joinen, weil noch keine Player eingerichtet ist. So. Um dahin zu kommen, braucht ihr ein anderes Plugin. Falls ihr es noch nicht drauf habt, also wenn ihr das zum ersten Mal nutzt, dann bräuchte Multiverse oder Multiworld. Das ist Plugins, wo man zwischen Welten teleportieren kann. Einfach drauf installieren, dann könnt ihr. Ich habe ins Multiverse. Ich kann euch den Link gerne unten in die Beschreibung. Ich habe auch irgendwo noch Tutorials rumfliegen. Das habe ich installiert. So, und da heißt der Fehl MVPT TP und mir Survival Games. So, ich werde mich jetzt dahin teleportieren, um die Player einzustellen. So, das dauert jetzt ein bisschen hier, bis sich alles aufbaut. Ihr seht, das ist eine stinknormale Welt, die sich hier erstellt hat. Das ist jetzt nicht die Wareide Survival Games, sondern das ist jetzt die normale. Wie es dann in der Wareide aussieht, zeige ich euch noch. Ich möchte euch nur kurz hier zeigen. So, jetzt muss man natürlich die Spawnpunkte der Spieler. Wow, ist hier viel los. Na, wechseln wir lieber. MVTP. Halt. Bin ich hier? Hier wollte ich aber nicht landen, deswegen machen wir Spawn. Alter, Hilfe, help! Ah, na gut, okay, so viel dazu. Das ist also der Spawnpunkt, ja? Will der mich verarschen? Mitten in der Erde. Ah, Junge, Junge, da ist das Schild. Da haben wir es jetzt direkt kaputt gemacht. Naja, okay, also, jetzt nehmen wir die andere Welt. Um euch gleich die Wareide-Welt zu zeigen, also SG-Info, SG-7 haben wir die genannt. Also wichtig ist, die zweite Zeile ist der Name der Welt und es muss auch übereinstimmen, sonst funktioniert es nicht. So, und dann machen wir Rechtsklick drauf und ihr seht hier wieder 00. So, jetzt müssen wir zu dieser SG-Welt jetzt MVTP, SG-7. Also denkt dran, ihr könnt nur MVTP machen, wenn ihr auch das richtige Plugin drauf habt. Also ihr braucht Multiverse. Wenn ihr World habt, also nicht Multiverse, sondern Multiworld, dann heißt der Befehl MW. Und dann der Name der Welt, ne? So, SG7. So, dann kommen wir jetzt zu unserer Wareide PvP-Game. Natürlich muss man hier M2 machen. So. Hi Peter, bist ja auch dabei, toll. Ne? was für ein Scheiß. Ah ja, okay, alles klar. Game 1 war das. Alter. So, ihr seht hier die verschiedenen Spawnpunkte. Die sind eigentlich wurscht, aber wenn ihr alle auffüllen wollt, das geht ganz einfach. Ihr stellt euch erstmal auf den ersten Spawnpunkt, den ihr haben wollt. So, hier drauf. Toll, das ist ein Schalter. So, und dann macht ihr SG. SG. SG, 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 SG Location. Dann ich gerade überlegen. Set Main. So, genau. Also Schrägstrich schon vergessen am Anfang. So. Und damit setzt ihr den ersten Spawnpunkt auf dieser Welt. So.
So, der erste, dann können wir den zweiten machen. Das geht ganz einfach. Einfach T und die Hochtaste drücken und dann schon haben wir den nächsten. Und dann machen wir den dritten. Und den vierten. Ich mache jetzt nicht alle. Ich will euch nur zeigen, was passiert, wenn man nur ein paar macht. So. So. So, das dürfte erstmal reichen. So. Dann gehen wir wieder in die Welt. MVTP. Wie haben wir das da? MVTP World, genau. So. Dummerweise ist mein MVTP-Ziel woanders da als der Spawn. Deswegen muss ich jetzt nochmal Spawn eingeben. So. Da bin ich wieder in der Erde. Eieiei. Ja. Gut, dass ich den G-Mode habe. So. Gut, dann haben wir hier unser Schild. Das hat sich noch nicht verändert. Warum? Weil es noch nicht resetzt wurde. Deswegen müssen wir jetzt SG Reset machen. Und zwar der Name der Welt. Das ist die SG7. So, und damit wurde das resettet. Das Schild wurde aktualisiert. Ihr seht, jetzt gibt es dort 7 Spawnpunkte. Deswegen können jetzt 7 Spieler joinen. Das ist doch klasse, oder? Man kann sich selbst die Spawnpunkte entscheiden. Die muss man jetzt vorher einstellen. Und das finde ich richtig einfach. So. Jetzt müssen wir noch eine andere Kleinigkeit einstellen. Müssen wir also nochmal zurück. So, wir wollen ja noch die Arena einstellen. Die Arena ist diese Stelle, wo sich dann alle befinden werden, wenn es noch nicht so richtig geklappt hat mit dem Sterben. Ne? Jetzt können wir entscheiden, wollen wir die Arena hier draußen, wo die Spawnpunkte sind, oder wollen wir die Arena hier drinnen machen? Das Ganze könnt ihr jetzt selber entscheiden oder ihr sucht euch was ganz anderes aus. Interessant wäre zum Beispiel hier, machen wir hier den Hof, genau. Und hier machen wir jetzt wieder das gleiche wie vorhin. SG, wo ist es? Location, Set Arena. So, jetzt wissen wir, gibt es 7 Spieler. Haben wir 7 eingestellt, jetzt müssen wir das Ganze hier genauso machen. So, SG Arena hier, SG Arena hier, SG Arena da, dann hier, dann hier. Und wie viel haben wir? Wir haben, glaube ich, 7 Stück. So, jetzt haben wir die Spawnpunkte für die Arena, Leute. Das heißt, wenn genug noch leben, werden die hierhin teleportiert. Wenn alle noch leben, reichen die Spawnpunkte auch. Meistens leben aber nicht alle. So, gut, damit hätten wir das auch eingestellt. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Nehmen wir F-World. Dann wieder Spawn. Dann bin ich wieder irgendwo in der Erde drin. Komisch, dass der Spawnpunkt da unten ist. Muss ich mal richtig einstellen, ne? Aber ist wurscht, ist ja nur ein Tutorial. So, dann machen wir nochmal SG Reset, sicherheitshalber. So, und damit haben wir die Welt resettet. So, dann können wir jetzt loslegen und ja, ins Spiel reingehen. Wollen wir? Ja, wir wollen rein mit uns. So, hier, you joined the game und jetzt warten wir noch auf mehr Spieler. Natürlich fängst du nicht an, weil ich nur ein Spieler bin. Aber das können wir übergehen als Admin. Wir machen einfach SG Activate. Yay, das Spiel kann beginnen. Ach, scheiße. Ich muss natürlich um das G7 eingeben. Yay, das Spiel kann beginnen. PvP will enable in 50 seconds. Dann können wir hier schon mal loslegen, etc., etc. Bisschen abbauen. Mal gucken, ob ich abbauen kann. Nein, geht nichts. Ihr seht, obwohl ich GM habe, kann ich hier nichts abbauen. Das ist gesichert durch das durch die Config, die ich euch gezeigt habe. Aber was ich abbauen kann, ist, wo ich eingestellt habe, Gras, das kann man abbauen. Natürlich als ohne Game-Mod würde man jetzt hier Grasblöcke abbauen können. Vielleicht kann man auch Holz einstellen. Ich kann auch Steine abbauen. Das ist kein Stein, deswegen kann ich das nicht abbauen. Das Gras kann ich natürlich auch nicht abbauen. Also ich habe hier nur Stein, Erde und Gras eingestellt. Also Erde kann ich auch noch abbauen. Und Steine sehe ich hier nicht. Ich glaube, das sind keine Steine, ne. Ja, Steine könnte ich halt noch abbauen. Ja, und dann geht hier das Spiel los, etc. bla bla. Und machen wir mal Game-Mod. 1, so. Nee, 0. So, ihr seht jetzt das Leben. Wichtig ist zu sehen, dass man... Na mal, vielleicht kann ich euch irgendwie... Naja. Ein bisschen Fallschaden wäre nicht schlecht. Okay, dann machen wir hier. So. Autsch. So, ihr seht jetzt, was ich euch zeigen wollte, das Leben regeneriert sich nicht, weil ich das auch in der Konfiguration so eingestellt habe. Man kann natürlich nur regenerieren, wenn man irgendwelche Tränke findet, etc., etc. Ja, und natürlich muss man jetzt gucken, hier gibt es auch Kisten, da drüben sehe ich schon eine. In der Mitte sind auch Kisten, können wir mal gucken.
In der Kiste da drin? Also das könnte man jetzt noch anscheinend, dass man Gras abbauen kann, aber das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich die Kisten hier öffnen kann, aber ich will mal gucken. Ich glaube nicht, die sind nur... Da, guck, da sind auch was drin. Also in jeder Kiste auf der Welt sind natürlich irgendwelche Sachen drin versteckt, die man dann nutzen kann. Ja, wie man diese Kistensachen einstellt, das zeige ich euch natürlich jetzt erst in einem anderen Video. Hier ist noch so eine Kiste, da ist ein Wooden Sword drin und so weiter. Und so. Oh, da ist noch eine Kiste. Ach, der Marktplatz, das ist so, ist die Bereide. Ist das so auch so gedacht oder ist es nur wegen mir, weil da, okay. Gut, ja, wie gesagt, wenn irgendwas abgebaut wird und das Spiel vorbei ist, mit SG Leaf können wir das jetzt beenden. Dann ist das Game vorbei. Aua. Na. Und die Welt wird, ja, ihr seht, ist wieder aktualisiert. Super, kann wieder losgehen. Der nächste kann starten. So, habe ich jetzt irgendwas noch vergessen? Warte mal, gehen wir mal rein. Genau. SG aktiviert. So. So, mit SG Player kann man sehen, wer noch lebt. Das ist auch eine coole Funktion. Denn dann sieht man, wenn hier, ja okay, man sieht es auch, wer in der Welt ist vielleicht, wenn man das so einstellt. Aber so können alle mit dem Befehl SG Player dann gucken, wer gerade halt noch am Leben ist. So, jetzt ist PvP, jetzt machen wir SG Leaf. So. Ja, wie gesagt, wenn ihr halt die erstellten Welten noch umbauen wollt, dann könnt ihr das machen. Oder ihr ladet euch einfach irgendwelche Welten hoch, wie ich hier, und nehmt, benennt sie so wie ich, SG7. Und dann könnt ihr lauter Schilder hinstellen und super geil. Also einfacher kann ich mir es nicht vorstellen, wenn man Survival Games installieren will, als das hier. Bevor ich was vergesse, habe ich Bye-bye. Aber bevor ich Bye-bye sage, kommen jetzt noch kurz die Permissions. Die muss ich euch ja noch zeigen. Also für die, die es interessiert, zeige ich euch jetzt noch ganz kurz die Permissions. So. Hier sind wir jetzt bei den Permissions. Und zwar, das sind jetzt die Befehl-Permissions. Die kann man, also die wirklich, die braucht man eigentlich nur, wenn man jetzt Admins die Rechte geben will, aber das sollte man eigentlich nicht machen. Die einzige Permission, die ihr hier aus diesen ganzen Dingern braucht, ist die SG Players. Das ist für die Leute, die halt, damit die Spieler sehen können, wer jetzt noch am Leben ist. Ist aber zwar nicht nötig, aber kann man machen. Ihr übernimmt diese Permissions einfach in euren Plugin. Permissions Plugin. In meinem Fall habe ich das Permissions Plugin Permissions X. Da muss man eigentlich nur in den Permissions X Ordner, in die Permissions JML, am besten die Permission einfach von der Seite rechts kopieren und dann gucken, wo ihr die drin habt. In meinem Fall halt nicht die Gäste, sondern die Spieler. Einfach hier unter die letzte Permission mit einem Minus davor. Oh, das ist jetzt, ja, das ist ja peinlich. Das ist der Musikkanal übrigens, wo ich die Musik immer schön hole. Also wie gesagt, von der Seite runter kopieren. So. Kopieren. Dann hier einfügen. So. Und damit können halt die Member dann diesen Befehl ausführen. So, das ist eigentlich das Einzige, was wichtig ist. Für die anderen Befehle, falls ihr die irgendwie vergeben wollt, stehen die Permissions auch unten drunter. So, dann gibt es noch die Hauptpermissions. Die sind aber auch noch wirklich für Operators. Gehen wir hier rüber. Das sind die Survival Games Ignore Teleport Blocking. Das ist, wenn ein Spieler das Recht haben soll, die Teleportation das verhindert, dass Spieler in die SG-Welten teleportieren können. Wenn ihr diese Permissions eintragt, dann können die Spieler auch in die SG-Welten teleportieren, was eigentlich nicht sehr sinnvoll ist, deswegen sollte man die Permissions nicht vergeben. Soweit es ein Ignore-Command-Filter, das ist natürlich der Command-Filter, wenn er ignoriert werden soll. Das ist zwar interessant für Admins, aber ich denke, jeder sollte die Befehle nicht nutzen können, wenn er in einem Survival-Game ist, also außer der Ob. Also, okay.
Survival Games in Knorr Stress ist eigentlich nur eine Statistik-Sache, die ist auch uninteressant. Dann haben wir Survival Games in Knorr Force Pumpkin. Das ist zum Beispiel interessant, wenn ihr das Easter Egg verwendet und ihr wollt, dass VIP-Spieler dieses Pumpkin Head nicht unbedingt drauf haben müssen, dann könnt ihr ihnen denen halt das Recht geben, einfach hier nehmen. Außer Vorsicht, nicht den Doppelpunkt mit kopieren und die Permissions halt den VIPs geben. Kann ich euch gerne nochmal schnell zeigen, wenn es geht. Nein, okay, Survival Ansehen bearbeiten. So. Jetzt gucken wir hier unsere VIPs. Der kriegt halt einfach das Recht. Immer das Minus am Anfang vergessen. Leerzeichen dazwischen und dann eingeben. So. Gut, dann gibt es hier Ignore Blockfilter. Ihr wisst, was das Blockfilter ist. Das ist natürlich, wenn die Leute alles abbauen dürfen. In dem Fall würde ich das, ist es unfair in einem Survival Games, das so einzustellen. Und Operators können eh alles abbauen. Operators, ja. Wenn ihr Ob seid. Aber meistens ist man kein Ob. Also das könnte man zum Beispiel auch den Admins einteilen. Aber das würde ich jetzt nicht machen. Survival Games in Clear Inventory. Das ist halt auch interessant, wenn ihr nicht wollt, dass den Spieler das Inventory gelöscht wird. Das ist auch eine unfaire Sache, wenn man das halt den VIPs zum Beispiel geben würde. Die könnten dann ihre verzauberten Schwerter mitnehmen in Survival Games. Ich denke mal, dieses Recht sollte man auch niemandem geben. SG Info, das ist halt das Recht, um solche Schilder zu machen. Ein Operator, ein Owner kann das sowieso. Also denke ich mir, braucht das auch keiner, die Permission. Ja, und das war das sinnlose Permissions erklären, weil diese Permissions kann man auch gleich weglassen. Man braucht die eigentlich nicht, aber ich wollte es euch auch trotzdem mal gezeigt haben. So, aber jetzt sind wir hier am Ende und ich wünsche euch viel Erfolg mit euren selber, viel Spaß und toi toi toi, macht's gut, euer Fikado.